Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Wir sind hier in Wenzels Haus, können die Wünschenroute nicht nehmen und gehen doch einfach in den Keller oder ins Badezimmer. Komm, wir gehen mal ins Badezimmer, dann sind alle schön zufrieden. Kaminofen. Und sonst gibt's ein Schwamm. So. Und sonst gibt's hier nichts mehr. Ist ja toll. Gut, wieder raus. Dann, was ist das? Wasser? Nö. Oh, in den Keller, komm. Rohr. Schöner das hier. Genau das Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Wartet mal. Handschellen? Ich gehe nochmal raus, denn wir haben ja den Stier. Und in die Vorstadt. Der Stier können wir mit den Handschellen verbinden und dann fahren wir nicht mehr runter, denn der Rufus hat ja Angst gehabt. Da besteht keine Fluchtgefahr. Du. Da besteht keine Fluchtgefahr. Wir müssen dem Stier... Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stierwehen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Mit Chilischote einreiben? Er hat nur noch Augen für die Kuh. Ach ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Ja, aber das Ding können wir nicht mal dran nehmen. Also müssen wir irgendwie Rezept. Können wir schauen. Wir haben da die heiße Bohnen und sonst noch nichts. Und gehen mal zu dem Gizmo wieder in seiner Hütte und schauen da mal nach, was es da noch zu holen gibt. Denn wir wissen, dass er auch Arzt ist. Und da können wir Sprengplan, Sprengsignal. Schauen wir mal hier lang. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Magneten? Ist egal, wir gehen jetzt wieder zur Notfallstation. Und Hebel nach oben. Der Arztschrank ist zu. Eine Spritze wäre jetzt gut, dann könnten wir den... Ja, ein Dartpfeil hinein ist nicht so toll, oder? Man lebt wieder runter. Hier können wir sowieso nicht rein. Noch einmal ist runter. Wartet mal. Klappe. Aber was soll denn das? Hebel. Ach so. Jetzt können wir, aber was soll das uns bringen? Wir sollen doch eine Spritze holen. Komm, wir gehen mal in Lonsons Kneipe. Roter Vorhang. Können wir den nehmen? Ja. Nehmen. Tankdeckel. Kaffeemaschine, geschlossenes Fach. Hier kommt wohl der Kaffee rein. Gibt's leider noch nicht. Und sonst gibt's hier nichts mehr wieder raus aus der ganzen Hütte. Und so, was haben wir jetzt genommen? Genau das Tuch. Vorhin haben wir ja. Vorstadt. Können wir noch das Tuch? Über das schwarze Brett hängen, dann ist er tollwütig, damit er, wieso er da das Stier nicht mehr sieht.
Oh, macht dich das etwas wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Ein Dartpfeil? Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Na gut. Hopp! Rauf! Gleich nochmal. Okay. Mal so. Juhu! Wir müssen doch die Handschellen holen, habe ich das Gefühl. Gleich nochmal. Nö, gehen rauf in die Notfallstation. Holen uns den Dietrich. Und Zellen. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Jo, Dietrich nehmen und Zellengitter. Cool. Handschellen können wir nicht mehr nehmen, verdammt. Wie sollen wir denn das abnehmen? Mit dem Seziermesser oder wie? Nö. Hebel, ein bisschen mit den Hebeln spielen oder so, das wäre irgendwie cool. Hier nichts zu tun. Komm, wir gehen doch mal wieder zum Ratshaus, ehrlich gesagt. Oder können wir hier noch etwas. Papagei, komm, wir sprechen ihn mal an. Hallo. Hallo, hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Also. Boah, dann können wir kein Essen geben, weil wir keins haben. Und wir gehen mal zum Dorfkern. Notruf. Tonis Hütte, Rohr, Laden. Mal gehen zum Ratshaus. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Haben wir ja schon. Jeder nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich. Spreche mal mit Gonzo oder Lobo oder dem Mikek oder so. Der Bürgermeister will das entscheiden. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Für gar nichts. Rufus? Rufus. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Okay, dann die nächste Frage. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Könnt ihr mich vorlassen? Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Mann, die haben mir... Ach, den ganzen Tag versaut, Junge. Aber im Ernst. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus. Das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Wo ist das Mädchen jetzt? Haben wir schon gefragt. Aber komm, wir fragen es doch mal. Wo ist das Mädchen jetzt?
Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Okay, im Ernst. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Nette Hütte. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Ich verschwinde dann. Ich verschwinde. Öffnungszeiten? Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Gut, dann mal in die Wade in die Öffnungszeiten. Das muss nicht gewartet werden. Die Gedüsch. Können wir Seziermesser da hinstellen? So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Da hilft dir ein Messer auch nicht mehr weiter. Zur Poststelle. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Kommen wir mit Lobo? Nee, aber im Ernst, lass mich vor. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Ruf, das war jetzt. Jupp, das war's. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Zum Dorfkern. Komm, wir gehen mal einfach zu Tonis Laden. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Gut. Besser, ich bringe es hinter mich. Geh mal rein und du gehst hin. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Wie läuft das Geschäft denn? Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Ja, warum so sauer? Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Das Schwarzpulver? Wir brauchen schwarzes Pulver. Dann mal ab nach oben, aber zuerst mal hier, Müllkippe. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn?
Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ja, was sind das für Coupons? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Geschenkgutscheine, die kann man nehmen und verschenken, oder sind die nicht zum Verschenken da? Ja, hast du zufällig Kaffee hier? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Okay, ich brauche dringend ein paar Zutaten. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Und ich gehe dann auch mal wieder. Und wir sehen uns morgen, meine Freunde. Bis dahin. Ciao.